Guck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic Dunkel mit der Erweiterungsmod Dunkle Geheimnisse. So. Ja, der Ramon ist weg. So. Ich hoffe, euch haben die beiden Folgen gefallen, als er dabei war. Mal wieder. Grüße gehen nochmal raus an dich, Ramon, falls du hier nochmal rein siehst. Danke auf jeden Fall nochmal dafür. So, wir haben in den letzten beiden Folgen, dadurch, dass er eben dabei war, so ein bisschen. Also, er ist schuld, nicht ich. Nee. Bitte, was? So, aufpassen, dass meine Haare wieder nicht wieder runterfallen. Ich habe noch kein nix drin hier wegen hoch und so. Ja, wir haben in den letzten beiden Folgen nicht viel gemacht hier. Nicht viel gemacht, um jetzt voranzukommen. Gut, wir haben ein, zwei Quests gemacht, schon, aber. Das war ja einfach nicht mehr just for fun. Das ist, wenn ich so Gäste dabei habe, da will ich so die Hauptstory, gerade was so Dialoge angeht, das, ich meine, das ist ja allgemein üblicher Vorgang bei Let's Plays, wenn Gäste da sind. Da will ich da mal davon absehen, da großartig in der Handlung voranzuschreiten. Und mich mehr so aufs Viecher klatschen oder solche Sachen zu konzentrieren. Deswegen, wie gesagt, die letzten beiden Folgen, da sind wir nicht großartig vorwärts gekommen. Dafür wollen wir besser. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Geht schon wieder mal gut los heute. Ja. So, wir sind im Übrigen jetzt Fanatiker geworden. Jo, den Rückweg werden wir uns gleich ersparen hier, wenn ich herausgefunden habe, was ich herausfinden wollte. Ich bin mir nämlich immer noch nicht sicher, ob das hier direkt die Nebengilde ist oder nicht. Mit den Fanatikern. So. Ich weiß, ich hatte das ja alles schon mal erklärt gehabt. Ich habe ja damals Dunkle Geheimnisse damals schon mal gespielt gehabt, privat. Und wie gesagt, da bin ich den Minengardisten beigetreten und konnte mich daraufhin irgendwie nicht mehr den anschließen hier, den Fanatikern, warum auch immer. So, aber das ist ja eine ganze Weile her und das ist, war wahrscheinlich auch eine andere Version. So, auch wenn wir uns zurückweg sparen wollen, deswegen werde ich trotzdem mal hier abspeichern. Sicher ist sicher. Gilde. So. Heute wollen wir uns endlich für eine Gilde entscheiden. Wir haben uns ja, wie gesagt, Die Fanatiker sind ja praktisch eine Ortsgilde. Aber wie gesagt, wir haben. Deswegen will ich jetzt zu Lester gehen. Um herauszufinden, ob wir jetzt ins zweite Kapitel kommen. Ob wir als Gildenloser das ganze Ding hier, dadurch, dass wir den Fanatikern beigetreten sind, hier als Gildenloser agieren können. Das wäre vielleicht auch mal. Hey, ui. Ist aber immer noch allerdings die Frage wegen den Minengardisten. Wenn das jetzt wirklich sich um den Nebengilde handelt, will ich ja den Minengardisten dann beitreten. Das ist auch wieder die Frage, was muss ich dafür tun? Minecrawler-Nest platt machen kann ich erst, wenn ich einer Gilde beigetreten bin. Ergo muss ich erst Schatten werden. So. So, der redet also noch nicht mit mir. Okay, erzähl mir was über das Lager, zeig mir den Weg. Der Schläfer möge dich behüten. So. Und jetzt machen wir einen kleinen, wenn wir einmal hier sind. Wie gesagt, wir laden sowieso gleich neu den Speicherplatz, wo wir gerade heute angefangen haben. Oh, guck. Der Typ verdrückt sich! Na, Lester? Alles senkrecht? Die lassen mich in Ruhe. Der Typ verdrückt sich! Der haut einfach ab! Hä? Ja. Das ist natürlich der Rüstung geschuldet. Hallo? Renn heim zu Mutti!
Ja. Wir sind ja hier offiziell anerkannter Feind von dem Lager. Jo, genauso wollte ich das haben. Hallo, ich bin hier in roter Klamotte. Guckt an. Hey! Ja, ich gefällt meine Der haut Klamotten nicht. einfach Oh, ab! Scheiße. Templer sind gefährlich. Oh. Guten Tag. Dem ist das scheißegal. Hallo. Der Typ verdrückt Kuckuck. sich! Er verschwinde! I. Was für ein Kampf! Noch einmal und du bist tot! Noch einmal was? Noch nicht mal Herz. Na klar, dass ein Verlierer wie du kein Herz hat. Ja, ich habe ja eigentlich Herz, aber keine Ahnung, warum die. Naja. Manche lernen gar nichts dazu. Oh. Ich will nur noch mal gucken, was die machen. Ja, jetzt geht's nämlich wieder los. Versuch das nochmal! Saubere Noch einmal und du bist tot. Ich warte nur auf den Moment, an dem die mich abstechen. So ein Pech. Wenn du meinst. Kein Herz. Komm. So ein Pech, kein Herz. Den Satz habe ich auch noch nicht gehört. 19 Jahre Gothic und ich habe den Satz noch nicht gehört. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Noch was einmal für ein und Kampf. Du bist tot. Na klar, dass ein Verlierer wie du kein Herz hat. Ja, okay. Ich glaube, an der Stelle laden wir mal ein. Access Violation. Oh. So. So, das werden wir jetzt. Dann machen wir jetzt Folgendes. Das ist so eine kleine hier, wie gesagt, Gildenentscheidungsfolge heute. Wir werden jetzt Schatten werden. Und wenn wir Schatten sind. Warte. Können wir uns. Ja, gut, ja. Ich habe versucht danach zu forschen, aber bei solchen Mods da irgendwo Antworten zu finden, da muss man halt tausende Foren durchgehen erstmal, bevor man eine wirkliche Antwort findet. Ja, mal gucken, was machen, sagen die eigentlich zu meiner roten Rüstung? Denen ist das irgendwie scheißegal. Ja, das sind ja keine Templer. Also keine Sektis. So, Kollege. Ja gut, also es kann schon sein. Wahrscheinlich hast du recht. So. Ich hätte das Ganze natürlich auch offscreen machen können, aber ich wollte euch teilhaben lassen an hier, an dieser ganzen Testerei. So auch als kleine eine Anleitung hier für denjenigen, der das auch nochmal spielen möchte und sich dann hier bei mir das Ganze mal angucken kann, wie ich das gelöst habe, das ganze Problem. So. Warte. Das haben wir bei mit dem Ramon schon festgestellt, dass wir hier gescheiterte Mission, da steht ja dann wie immer da hier, so, hier Aufnahme bei den anderen Lagern, bei denen man nicht beigetreten ist, gescheitert. So. Ist noch nicht ersichtlich. Also, nochmal laden, neue Chance auf Access Violation. Los geht's. Jo. So, schade. Gut. Dann. Gehen wir jetzt zu den. Wenn du meinst, wahrscheinlich aus der Geschichte muss da wohl was dran. Ich habe mich da Werden wir jetzt. Gesehen, weil du was anderes redest. Hatten. So. Lass uns lieber. Diego, mein Freund. Wir werden dann auch noch was lernen gehen. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Du. Wenn ihm deine Visage passt. Bist du dabei? Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste Yep. draus. Viel Glück. Dankeschön dafür. So, du bringst mir jetzt erstmal ein bisschen was Kannst bei. Du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Jo. Ich würde gerne Geschicklichkeit lernen. So, geben wir jetzt 10 Lernpunkte für Geschicklichkeit. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Jo. Jo, okay. Mach's gut.
Ja. So. Dann legen wir erstmal unseren krass fetten Bogen hier an. Guck mal hier. Warte. Nee, die Hüterklinge, können wir die tragen? Uns fehlen 18 Stärkepunkte, dann können wir eine Hüterklinge hier tragen. Das ist aber eine Zweihandwaffe, das ist scheiße. So, gut. Was sagt ihr eigentlich dazu? Ist doch scheißegal, genau. Sollten wir lieber das Amulett anlegen, ansonsten kriegen wir da noch Ärger hier. Was wollte ich jetzt machen? Einen Bogen anlegen. Wir haben doch hier einen Bogen gewonnen. Langen Bogen, den haben wir von Eidern bekommen. So. Damit passe ich durch keine Tür mehr. 25 Geschicklichkeitspunkte zu wenig. Ich bin ja eher so ein Armbrustmensch. So, ich will lieber eine Armbrust haben als Bogen. So, mein Freund, lass mich rein da. Ach so. Haben wir ja schon. Halt! Entspann dich, ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Ja, dann merke mal. Wenn du so vergesslich bist wie ich, dann habe ich ja Glück. Abschaum wie dich. So, noch zweiter Platz für heute. Ich dachte, das wäre schon. Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Ja, das hat mir immer schon gefallen bei Gothic. Das knallharte Eiskalte. Was kann ich für dich tun? Du hast mich angequatscht. Was kann ich für dich tun? So, wer bist denn du überhaupt? Wer bist du? Ich bin Raven. Gomez rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Ja, ja. Gomez scheißt und die Hand wischt ab. Ja, ja, schön klar. So, hier. Ich will zu Gomez. Torus sagt, ich soll als Schatten aufgenommen werden. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Du könntest es hier zu was bringen. Ich werde dich zu Gomez führen. Folge mir und fass nichts an. Na gut. Folgen wir dem Eierdieb mal. Raven. Dort hinten ist Gomez. Wenn du ihm keinen Respekt zeigst, werde ich dir persönlich welchen beibringen. Ist das klar? Lass mich mal, du! Wir sehen uns wieder. So, bei Gomez müssen wir natürlich vorsichtig sein. So. Guten Tag. Hey! So. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessiert sind? Sag du es mir. Ich habe die Prüfung des Vertrauens bestanden und Torus sagt, ich bin ein guter Mann. Du wärst hier nicht lebend reingekommen, wenn das nicht so wäre. Ich hoffe, das war nicht schon alles. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? Zu Kor Kalom. Und? Zu einigen Baals aus dem Lager der Bruderschaft. Und? Zu Laris. Und? Und? Zu einigen Helern im neuen Lager. Und? Oh ja. So, na, Viberion. Es wäre gelogen, das lassen wir mal lieber. Das ist wirklich nicht. Das waren alle Wichtigen. Beachtlich. Für einen Neuling, für dich. Du sollst deine Chance kriegen. Das passiert mir nicht nochmal. Heißt das, ich bin dabei? Genau das heißt es. Du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Alles Weitere wird dir Raven erzählen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt steht da Schatten. Jetzt haben wir Schatten hier. So, gescheiterte Mission. Aufnahme neues Lager, Aufnahme Sumpflager. Erfüllte Mission Aufnahme Fanatikerlager. Das ist so, das ist noch drin. Jo, Sortennamen, ich meine, endlich kann ich mit, So. Sumpf, irgendwo muss nach Aufnahme,
Aufnahme altes Lager. Ja, da sind wir ja gerade dran. Aufnahme Minengardisten muss doch hier irgendwo stehen. Ablösung für Gorim. Ulberts. Aufnahme Fanatikerlager. Spätrup. Was war Spätrup? Dort war über den Tod der Späher sichtlich erfreut. Ach, das ist scheiße, das ist ja. Guck mir die ganze Zeit die erfüllten Missionen an, warum sagt mir das keiner? So, dann müsste das hier mit dabei stehen. Aufnahme Minenwachen. Anscheinend hört hier niemand auf. Ich sollte lieber die Finger davon lassen. Nee. So, ist also noch nicht gescheitert. Geh mal davon aus, dass wir, wenn wir uns entscheiden können, hier wegen Gardist und sowas, dass wir dann hier nach und ja, okay. Und speichern wir das mal hier unter 2 und reden jetzt mit dem Raven. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Wie viele Knete haben wir? Wir wollen dann natürlich die beste Schattenrüstung bekommen, die es gibt. 1951 Deutsche Mark. So, Raven, hier. Für Gomez! Gomez sagt, ich bin dabei. Gut, du kannst dich gleich bei deinem ersten Auftrag bewähren. Wenn deine Verbindungen wirklich so gut sind, wie du sagst, solltest du keine Probleme damit haben. Oh, oh, das ist aber nett. Was soll ich für dich erledigen? Wir stehen mit der Bruderschaft in Handelskontakt. Das bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen. Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf. Alles, was du erfährst, kann für uns nützlich sein. Und je mehr du erfährst, desto besser. Das Ganze erfordert ein gewisses Feingefühl. Du weißt, was ich meine. Bleib ruhig. Ich werde ihren Zorn nicht heraufbeschwören. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. An der Geschichte muss wohl doch was. Wo bekomme ich bessere Ausrüstung her? Geh zu Diego. Er wird dir eine Rüstung geben. Damit wirst du nicht so schnell umgebracht und sie dient auch gleichzeitig als Ausweis. Mit deiner neuen Rüstung solltest du hier überall hinkommen, wo du hin musst. Und wenn du Waffen brauchst, geh zu Skip. Er ist in der großen Scheune, hinten links, auf dem Burgplatz. Jo. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Ich weiß noch nicht genau, was sie vorhaben. Was belästigst du mich dann? Ja, ich dachte, ich versuch's mal. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. War ziemlich fett? So. Okay. Da sind wir jetzt also Schatten. Ja. So, Aufnahme. Warte, wir gucken noch mal rein. Das muss ich im Auge behalten. Aufnahme Minenwachen. Ja. Ist also noch offen. Sehr schön. Früher wäre das ganz anders. Wir werden das gleiche machen wie am Anfang. Wir werden uns mal zu den Minenwachen hin teleportieren. Und herausfinden, warte mal. Das ist aber auch eine leichte, oder? Ja, die meinen leichten von den schweren Schatten in meiner Rüstung manchmal nicht unterschiedlich. Das ist traurig. Jo, Schattenkluft. Ja. So was, das machen wir gleich. Speichert haben wir gerade. Oh. War doch klar, dass das Ärger gibt. Oh. Haben wir eigentlich wieder Lernpunkte gekriegt? Nö. So, wir gehen nur mal kurz fragen, was der jetzt dazu sagt. Ich will mir hier nichts irgendwie verbauen, irgendwie in irgendeine Richtung. Ich halte mich da. So, ich bin jetzt Schatten. Was sagt denn der jetzt? Wie ist die Lage? Ist das nicht offensichtlich? Momentan ist alles friedlich. Das hat er mir vorhin nicht gesagt. Stimmt, das mit dem Kochen müssen wir auch noch machen, mit dem Mark. So, hast du jetzt noch was? Nö. Okay. Die sagen mir also nicht unbedingt was Neues. Also, wie gesagt, Access Violation, komm schon.
Gib's mir. Wenigstens einmal haben. Wenn du auf Gothic auf, wenn bei Gothic auf 1 Verlass sein soll, dann ist das auf Bugs und Abstürze. Nicht mal mehr auf das kann man sich verlassen. So, wir gehen erstmal. Nee, wir gehen erstmal zu Diego. Der mir eine bessere Rüstung für einen schmalen Taler verkaufen kann. Wahrscheinlich hast du recht. So. Oh, mein Freund. Für Gomez. Ich muss in die Burg. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego. Zu Gomez oder Raven. Solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben wenig Ärger mit den Typen aus dem neuen Lager. Mir machen eher die Sektenspinner Sorgen. Und gehen wir gleich hin. So, ich muss in die Burg. Ja, bla bla bla. Stimmt, wir gehen gleich mal zu den Magiern. So. Wo ist Diego? Ich sehe Diego nicht. Na gut, ich sehe ihn doch. Oh, hier. Für Gomez. Jo. Schwere Schattenrüstung, 1200. Kann ich eine Rüstung haben, wie du sie trägst? Hast du das nötige Erz in der Tasche? Oh ja. Ja. Mach's gut. So. Haben wir jetzt 1200. So, dankeschön. So, was hatten wir vorhin? Wir hatten ja vorhin nur die Hose, also die Schürferklamotten. So, dann das Ding hier höchstens, was wäre nur 40. Ja gut, ein bisschen mehr ist es schon, also 30, kurz vor Pfeilen, okay. So, sind wir also Schatten. So, Kollege, mit dir müssen wir auch noch... Du kriegst erst recht noch eins in die Backen, das sage ich dir. Du kriegst noch richtig ins Mett. So. Ja! Juhu! So. Ja. Sag ich doch. Auf Gothic ist immer Verlass. Wunderbar. Dankeschön. Ja. So. Genauso will ich das sehen. Das ist, Schatten sind schwarz eigentlich. Und deswegen hier schwarzen Bildschirm mit Absturz. So. Ja. So. Wo waren wir? Gilde 1, 2. So, und jetzt noch Access Violation in Diana. Los, kommt schon. Wenn dann richtig. Ich liebe Gothic. Ja, ich soll nicht in die schöne Musik reinsummen. So, au. Au. So. Jetzt rennen wir genauso abgefragt rum wie Diego. So. Gut. Dann reden wir erstmal mit Milton. Oh, Milton. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen. Es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Oh. Ja. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja. Ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Erst will ich meine Belohnung. Koristo wird Torres anweisen, sie dir zu geben, sobald er den Brief erhalten hat. Ich bin ein Diener Innos. Ich lüge niemals. Gib mir den Brief jetzt. Ich möchte den Brief lieber Torres zurück. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Hab ich noch nie gesagt. Ich möchte den Brief lieber Torres direkt geben. Du lässt nicht mit dir reden, Nein.
Ich will erst meine Belohnung sehen. Nun gut, ich dachte, du willst es nicht anders. Warte hier. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Man muss eben aufpassen, was man Roma erzählt. Also früher wäre das ganz anders gelaufen. Wahrscheinlich hast du recht. Das ist eine bescheuerte Perspektive. Jetzt müssen wir wirklich erst sehen, wie der dort hochläuft. Aber halt für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Ich glaube, dass ich daran was ändern kann. Man muss eben aufpassen, was man Roma erzählt. Ich glaube, dass ich daran was ändern kann. An der Geschichte muss ja... Ich halte mich da lieber aus. Koristo war nicht sehr erfreut, dass du den Dienern Innos so wenig Vertrauen entgegenbringst. Aber er sagt, du sollst zu Torres gehen und dir die übliche Belohnung geben lassen. Das ist wirklich nicht anders. Man muss eben aufpassen, was man so... Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Ich dachte, na gut. Wir sehen uns. Ja, wir wollen ja ein bisschen böse sein und deswegen müssen wir das so machen. Okay. Also erstmal. Sei gegrüßt. Jo. So. Ich mache. Ich habe einen Brief für euch, aber ich will erst meine Belohnung sehen. Warum sprichst du nicht mit Milton? Hab ich bereits. Verstehe. Ich habe deine Belohnung bei mir. Zeig mir den Brief. Jetzt. Hier ist er. Deine Belohnung ist ein Ring der Stärke. Es ist ein seltenes Artefakt und wird dir sicherlich sehr nützlich sein. Und nun geh. Jo, danke schön. So. Hallo. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hatte er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Jo. Nee, wollen wir nicht. Wir sehen uns. Ja, lass mir Ruhe. Jo, geh weiter Schafe zählen. Jo, okay. Hätten wir unsere Belohnung. Wir gucken uns den Stärkering gleich mal an. So, dann gehen wir zu Skip. Wo ist der Stärkering? Hier. Was haben wir jetzt anlegen? Wir haben jetzt Stärke Bonus 5. Stärke Bonus 5. Ja, das ist das Schöne bei Kursik. Man kann wenigstens sogar zwei Ringe anlegen. Das ist ja noch nicht mal unbedingt schlecht. Haus, Amulett. Lebensenergie-Bonus. Können wir auch zwei Amulette anlegen? Verdammte Scheiße, nein. Na gut, okay. Ja, das ist der Witz. Stimmt, wir verkaufen jetzt unsere kleinen Bögen mit. So, mein Freund. So. Skip. Für Gomez. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Ich könnte dir auch ein paar Sachen verkaufen. So, was hast denn du hier? 30. Was macht unsere jetzige? Die macht mehr, oder? 45. Richtschwert. 97 Mark. Richtschwert. Einhandwaffe. 48. Kostet 104. Ja, warte mal, wir gucken erstmal. Aber das Richtschwert könnte länger sein. Schaden 54. Nö. Du kannst aber trotzdem mit. Ja. Ich könnte. Ja. Wir verkaufen lieber. Wir kaufen nicht, wir verkaufen. So, was haben wir hier? Richtschwert. Habe ich selber einstecken. So. Oh, 294, wo haben wir das Ding überhaupt her? Richtschwerter. Stahlzunge, 44. Komm, hier nimm. Wisslers Schwert behalte ich. Aus rein traditionellen Gründen. Achso, die Richtschwerter, die haben wir die von den Goblins? Kurzschwert, hier nimm. Altes Schwert. Nagelkeule.
Ja, es geht schon los, dass wir anfangen, hier den großen Reibach zu machen. Türhaken. So. Knüppel kannst du kriegen. Und die Bögen. 80, 40. Hast du überhaupt so viel Geld? Nein, hat er nicht. Dann machen wir das anders. Nehmen wir uns jetzt erstmal alles, was er bei sich hat. So. Dietriche. Was kosten Dietriche? Haben wir noch was, was wir ihm verkaufen können für die Dietriche? Warte mal. Dietriche kosten 10, macht 200. Ja. Jetzt haben wir einen Lederbeutel. Jawohl. Er ist mit Erz gefüllt. Ja. Gab's natürlich bei Gothic 1 vorher auch so nicht. So, 847. Nehmen wir hier 900. Müssen wir noch Rohstahl? Krug. Kommen wir auf 900. Ich will nicht das Sumpfkraut verkaufen, das will ich zum Seil verschaffen. Kriegen wir wirklich das 1006? Ja. 1000. Dann nehmen wir noch ein paar Pfeile mit. 2, 3, 4, 5, 6. Jo. Annehmen. Jo. Super. Gleich speichern. Jo. Da haben wir eigentlich fast unser Erz hier wieder rein, was wir für die Rüstung ausgegeben haben. Warum verkaufen wir dem eigentlich nicht die Rüstung? Weil er kein Erz mehr hat. Dafür können wir aber Pfeile mitnehmen. Scheiß drauf. So. Was haben wir jetzt alles bekommen hier? Wisst ihr, das Schwert behalten wir ja. So. Nee, okay. Was? Für Gomez. Ja. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ach verdammt, wir sind ich durch könnte heute. Dir ein paar Sachen verkaufen. Ja, hör auf zu quaken. Nee, das machen wir in der nächsten Folge weiter. So. In der nächsten Folge gehen wir dann zum Sumpflager. So, damit hoffe ich natürlich, dass das ganze Ding euch gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben und Abo. Der Rest ist eigentlich bekannt. Damit Dankeschön und ciao.